Ja, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Trier, es weihnachtet sehr, so auch hier in der Etage der Hochschulleitung. Neben mir steht der Weihnachtsbaum, gestiftet von der Ortsgemeinde Wiltingen. Dafür ganz herzlichen Dank. Und ich will heute auch gerne meine Weihnachtsgrüße an Sie übermitteln. Den Weihnachtsgruß, den ich in diesem Jahr an Freunde und Förderer der Universität Trier versandt habe, befindet sich auf dieser Karte. Und diese Karte zeigt ein sehr schönes Motiv unseres Campus. Im Hintergrund das Verwaltungsgebäude, im Vordergrund die Campusplatte. Und das Besondere an diesem Foto, das von unserer Mitarbeiterin Elke Jansen aufgenommen wurde, ist eben, dass es sehr, sehr viele Spuren im Schnee zeigt. Und diese Spuren stehen für mich im wahrsten Sinne des Wortes symbolisch für das Jahr 2012 an unserer Universität. Es gab viele kritische Momente, die insbesondere mit der Haushaltssituation zusammenhängen. Aber es gab auch viele positive Momente, gerade in den letzten Wochen. Und insofern glaube ich, dass mit diesem Motiv der Gesamteindruck des Jahres 2012 gerade für unsere Universität sehr gut vermittelt wird. Apropos Fotos von unserem Campus. Vor wenigen Wochen im Rahmen des Dies Academicus wurden die besten Fotos im Rahmen eines von uns ausgeschriebenen Wettbewerbs ausgezeichnet. Und ich habe in diesem Zusammenhang im Audimax dem Publikum wirklich sehr interessante Motive unseres Campus zeigen können. Und dass dieser Campus offenbar sehr interessant ist, lässt sich an einem anderen Ereignis ablesen, das wir im kommenden Jahr auch in der entsprechenden Form feiern werden. Der Bund der Deutschen Landschaftsarchitekten feiert im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Ereignisses, dieses Jubiläums, hat dieser Bund Deutscher Landschaftsarchitekten in Deutschland 100 besondere Orte ausgewählt, von denen er annimmt oder glaubt, dass die Landschaftsarchitektur eine besondere Würdigung verdient. Und dazu gehört im Jahr 2013 auch der Campus der Universität Trier. Wir werden dieses Ereignis im kommenden Jahr feiern mit verschiedenen Veranstaltungen, die im April beginnen werden und sich bis in den Oktober hinziehen. Dazu sind Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allen Dingen aber als Studierende unserer Universität, bereits heute herzlich eingeladen, vor allen Dingen sich auch aktiv an diesen Veranstaltungen zu beteiligen. Näheres dazu werden Sie im Laufe des Januar und Februar des kommenden Jahres noch von mir hören. Heute wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Merry Christmas and a Happy New Year.